wenigen Minuten eingespielt hat. Diese Aufnahmen zeigen ein erstes Problem. Gemeinsam versucht die Crew über bange Minuten hinweg, das Schleusentor zum Raumlabor zu öffnen. Links Ulf Merbold. Mit dem Stuttgarter Physiker ist zum ersten Mal ein deutscher Astronaut im All. 6 Jahre lang hat er sich auf diesen Augenblick vorbereitet. Ein Ereignis, das sein Leben vollständig verändert hat. Sein Werdegang zum wissenschaftlichen Astronauten ist eines der faszinierenden Abenteuer unserer Zeit. Sehen Sie das Porträt »Unser Mann im All« von Helmar Spannenberger. Der an dieser Stelle vorgesehene Beitrag von Radio Bremen, Bitterer Zucker, wird am 11. Dezember um 22 Uhr ausgestrahlt. Unserem verschlissenen Hotel gegenüber liegt der Weltraumbahnhof Cap Canaveral, Halbinsel Florida. Die größte Freilichtbühne der Welt am anderen Ufer des Indian River erregt mit dem Erfolgsstück am Broadwater die ganze Welt. Der Titel? Aufbruch ins und Rückkehr aus dem All nach Fahrplan. Einmal im Monat geht die Fähre ab und die Alligatoren sind das Donnern der Raketenmotoren schon längst gewöhnt. Die Festspielleitung heißt NASA. Ihr Service ist perfekt. This is the Kennedy Space Center broadcast news service report for 4:30 p.m. Thursday. Stand by. 3, 2, 1. Challenger's crew are now sleeping and will be awakened one last time in space at 11:13 this evening. At that time they'll begin preparation. Hier ist der Nachrichtendienst des Kennedy Space Center. Die Mannschaft der Challenger-Raumfähre schläft gerade und wird heute Abend das letzte Mal im Weltall aufgeweckt werden. Danach beginnen die Vorbereitungen für die geplante Landung im Kennedy Space Center. Die Wettervorhersage. Vereinzelt Wolken, Sicht 7 Meilen, weder Regen noch Gewitter sind angesagt. Die Challenger wird aus der 96. Umlaufbahn die Triebwerke für die Landung auf Runway 15 zünden. Während die Raumfähre sich also 280 Kilometer darüber fahrplanmäßig auf die Rückkehr vorbereitet, braut sich's über dem Weltraumbahnhof zusammen. Doch immer noch sind Start und Landung des Space Transportation Systems wetterabhängiger als die Ausflugspläne einer Seemöwe. Die Großtechnologie der Raumfahrt ist eines der Weltwunder des 20. Jahrhunderts. Das VAB, Vehicle Assembly Building, ist die Bahnhofshalle. In ihr wird der Weltraumzug zusammengestellt. Selbst aus einer Entfernung von 5 Kilometern ahnt man noch den 160 Meter hohen Raketenhangar. Trotzburg gegen den gelegentlichen, aber ohnmächtigen Zorn der Götter. Enttäuschtes Premierenpublikum. 2 einsame Monitore und 2 morgendliche Gestalten. Das Raumfahrer-Ehepaar Merbold. Wie hunderte von Journalisten und andere VIPs erwarteten sie vergeblich die erste Ankunft eines Raumschiffs auf dem asphaltierten Sumpfboden des Kennedy Space Center. Petrus hat der NASA die Regie aus der Hand genommen und die Fähre außerfahrplanmäßig nach Kalifornien umgeleitet zum Ausweichbahnhof. Das ist jetzt wahrscheinlich John Young, der hier fliegt. Und der ist also auch unser Captain. Der hat also beschlossen, in Edwards zu landen. Mit dem Argument, dass er ja mit dem Space Step landen muss. Das heißt, mit einem höheren Gewicht. Und die kommen mit 235 Knoten nach unten. Aber dafür haben sie auch eine riesenlange Bahn und in Edwards diesen ausgetrockneten Salzsee. Und die NASA überlässt ja auch an dem Punkt nichts dem Zufall. Ich habe gehört, der John Young hat also mit der modifizierten Gulfstream, mit der er hier eben geflogen ist, schon 1800 Landungen gemacht, um eben sich selber auf das Fliegen des Shuttles zu präparieren. Und die anderen, die werden es wohl genauso halten. Also die Jungs, die sind da schon unheimlich trainiert und haben das sicher auch gut im Griff.
Sie kommen zurück aus einer Welt, in der die Sonne alle 90 Minuten auf- und unterging. Die Schwerkraft abgeschaltet war. Dieser schwere große Vogel stößt zurück aus dem All auf trockenen kalifornischen Wüstenboden, computergesteuert. Für die Astronauten fast ein Vorgang der Routine, ein Bild aber immer noch wie aus der Fantasie des Herrn von Däniken. Ja, jetzt werden sie flacher. Das ist der sogenannte Pre-Flare. We can't see it because we can't see the ground yet, but the Challenger comes down like a rock. If you're used to watching airplanes land, there's a landing gear right on top. Yeah. Jetzt zerkrippen. Jetzt will ich mal gucken, wie der landet. Ah, gut, gut, gut. Spitze! Spitze! Ah, das ist sagenhaft. Ah, jetzt halten sie die Nase hoch. Jetzt, check. Spitzenklasse. Ah. Man kann das poetischer empfinden, wie der Dichter Lord Alfred Tennyson über den Nutzen der Raumfahrt, hellsichtig vor einem Jahrhundert. For I dipped into the future, far as human eye could see, saw the vision of the world and all the wonder that would be, saw the heavens fill with commerce, argosies of magic sails, pilots of the purple twilight, dropping down with costly bales. In die Zukunft tauchte ich ein, weit wie Menschenaugen sehen. Sah dann die Vision der Welt und all die Wunder, die geschehen, sah die Himmel voller Handel. Magische Segel an Argos Mast, Piloten des Purpurzwielichts kehrten zurück mit kostbarer Last. Huntsville in Alabama ist historischer Talboden der Raumfahrt. Rocket City, Space Capital of the World im Tennessee Valley. Während des Zweiten Weltkriegs wurde dort Senfgas und anderes Gift in Granaten abgefüllt, auf einem Schießplatz der US Army. Huntsville liegt im Bible Belt, im Bibelgürtel Amerikas. Der Blick vom Montesano, vom gesunden Berg erinnert, sagt Ulf Merbold, an die Schwäbische Alb. Hier lebt er nun mit seiner Familie. Hier lebte Werner von Braun. Er kam freiwillig vor einem Dritteljahrhundert. 118 deutsche Wissenschaftler folgten ihm. Hier entwickelten die Deutschen die erste amerikanische Waffe, die zwei radikal neue Technologien des Zweiten Weltkriegs miteinander verband. Das gelenkte Projektil und die Atombombe. Die erste Rakete war natürlich eine verbesserte V2. Hier wurden auch die Nike Ajax oder der Honest John entwickelt. Hier dachte der Brain Trust an die bemannte Mondlandung. Kennedys Milliarden-Dollar-Ehrgeiz Man Land on Moon für die gekränkte Ehre der Nation. Hier testeten sie in den jetzt verrottenden Prüfständen, welche Vibrationen die Raumfähre am Boden erzittern lassen, wenn ihre Triebwerke mit vollem Schub arbeiten. Hunderttausende von PS. Es ist zunächst einmal für einen Wissenschaftler eine enorme Herausforderung, eine singuläre Chance, sich mit dieser Spacelab 1-Mission auseinanderzusetzen, weil sie so viel Disziplinen enthält. Heutzutage ist man in einem normalen Forschungslabor genötigt, sich auf einen engen Bereich eines speziellen Fachgebietes zu konzentrieren, weil man nur auf diese Weise fruchtbar arbeiten kann. Und hier hat man eben für das Ende des 20. Jahrhunderts die singuläre Möglichkeit, viele Disziplinen kennenzulernen. Aber darüber hinaus kommt natürlich auch einfach die Herausforderung ins Spiel, am eigenen Leibe zu erproben, wie kann man in Schwerelosigkeit leben. Ich glaube auch, es ist also eine enorme ästhetische Faszination, die blauen Ozeane aus 250 Kilometer Höhe zu sehen und die Sterne im tiefen Weltraum zu beobachten. Ich bin ein Mensch, der, sagen wir mal, von der Astrophysik
beeindruckt ist, die die Vorgänge auf Sternen mit Hilfe von Gleichungen beschreiben. Aber ich kann mich also auch der, sagen wir mal, romantischen Beschreibungsweise à la Matthias Claudius oder sowas nicht verschließen. Und es kommt alles zusammen. 1977 bewarb er sich auf eine Zeitungsanzeige hin als Wissenschaftler im Weltraumlabor. Aus dem Metallforscher am Stuttgarter Max-Planck-Institut wurde ein Student. Fakultät Weltraumexperimente, Beruf Payload Specialist, Nutzlastexperte. Studienort Huntsville. 5 Jahre seines Lebens hat er für ein 9-tägiges Erlebnis investiert. Der 16.000 Einwohnerort lebte 1950 von Baumwolle und Brunnenkresse. Heute sind das George Marshall Space Flight Center und die Raumfahrtindustrie die Quelle der Prosperität für heute 140.000 Menschen. Huntsville, gespickt mit Raketen und Kirchtürmen. Wenn die Bewohner zum Gottesdienst in das Konzert im Werner von Braun Civic Center oder zu den Go-Go Girls in die Rio-Bar gehen, steckt Ulf Meerbold in der Röhre, dem 1:1-Modell des Weltraumlaboratoriums Space Lab 1. Und wie in einer Peepshow nähern wir unser Auge der dafür eigens eingerichteten Öffnung, durch die mehrmals im Monat, seit Monaten, Fernsehteams glotzen. Heute, im Mai, ist Nachtschicht. Über 12 Stunden wird ein Schmelzexperiment simuliert. Alle tun so, als ob Ulf im Weltraum wäre. Im Kontrollzentrum, einen Block weiter, sehen sie ihm mit Videokameras auf die Finger. Die vielen kleinen Brüder besprechen in ihrer zum Kürzel verkümmerten Kommunikation mit ihm jeden Schritt aus der Operation Procedure, der Gebrauchsanleitung. Und wie dann im All kontrollieren sie ständig sein EEG und EKG, um ihn rechtzeitig zu beruhigen, falls er sich jemals verheddern sollte. Generell lässt sich sagen, dass die 4-5 Jahre Training für mich eine ganz fantastische Erfahrung geworden sind im wissenschaftlichen Sinn, weil ich die seltene Gelegenheit hatte, meine Nase nicht nur in eine Disziplin, in ein Spezialgebiet zu stecken, so wie man heutzutage als Forscher normalerweise genötigt ist zu arbeiten, sondern in 6-7 verschiedene Disziplinen. Und auf die Weise habe ich, so glaube ich jedenfalls, eine ganz singuläre wissenschaftliche Allgemeinbildung erfahren, die in meinen Augen eigentlich eine ganz großartige Erfahrung ist. Natürlich kamen so ein paar spezielle Dinge dazu, wie, was weiß ich, die Technik, Blutproben abzuzapfen und so weiter. Aber das lernt jede Krankenschwester, warum soll das nicht auch ein Physiker lernen können? Und wir haben das inzwischen 100 Mal gemacht. Das ist, also weiß Gott, kein Hexenwerk. Stullenfrühstück im Space Lab. Sein Start hat sich um 3 Jahre verzögert. Aber diese Verzögerung sei den wissenschaftlichen Experimenten zugute gekommen, meint der Payload-Specialist. Er habe wahnsinnig dazugelernt. Und auf meine Frage, ob sich das auch für ihn in Mark und Pfennig lohne. Es wäre ein großer Jammer, wenn man Forschung eben nur unter dem Aspekt von Anwendung betriebe, von unmittelbarem finanziellen Gewinn. In meinen Augen ist Forschung sozusagen ein Beitrag zur Kultur. Forschung führt dazu, das physikalische Weltbild zu vervollständigen, die Wahrheit zu finden. Das klassische Beispiel übrigens ist Johannes Kepler, einer der großen Astronomen des 17. Jahrhunderts, der vor 300 Jahren die Gesetze gefunden hat, nach denen sich die Planeten bewegen. Er hat 30 Jahre seines Lebens darauf verwandt und hat dadurch eine Revolution ausgelöst im kulturellen Bereich. Nämlich plötzlich war klar, die Erde ist ein Planet, der sich um die Sonne bewegt und ist nicht der Mittelpunkt des Universums, wie die Kirche zum Beispiel jahrhundertelang gelehrt hat. Es hat das ganze Weltbild über den Haufen geworfen. Und in meinen Augen ist das also zunächst mal ein kultureller Beitrag gewesen. Aber stellte sich dann 300 Jahre später raus, dass man mit Hilfe dieser Gesetze eben auch Nachrichtensatelliten um die Erde fliegen lässt. Und plötzlich ist dieses Wissen auch die Grundlage dafür, also Geschäfte zu machen.
Am Morgen kommt Owen Garrett in die Trainingsröhre. Er ist der Mission Specialist. Er kümmert sich um die Energieversorgung aller Experimente, den Ablauf, den Datenfluss zur Erde. Vor 10 Jahren verbrachte er im Himmelslaboratorium Skylab fast 2 Monate im All. Seine Eltern übrigens sind noch als Siedler westwärts gezogen, nach Oklahoma mit dem Planwagen. Sie simulieren auf der Erde auch Fehler, die sie im Raum befürchten. Zwar ist der Experimentablauf automatisch über Mikroprozessor gesteuert, Fehler muss der Nutzlastexperte aber selbst auffinden und beheben können. Nach dieser Nachtschicht fliegt er weiter nach Houston, am selben Tag noch, dem irdischen Großhirn aller Weltraumflüge. In 4 Bundesstaaten, Kalifornien, Texas, Alabama, Florida, sind seine Ausbildungsplätze. Aber auch in Deutschland, bei den Ausbildungsstellen der ESA, der Europäischen Raumagentur, und den Herstellerfirmen, lernt er auf den Countdown, die Stunde X hin, auf dem Weltraumbahnhof am Cape Canaveral. Kennedy Space Center. Doorway to Outer Space. Sie haben 59 Tage, 11 Stunden, 9 Minuten und 4 Sekunden im Weltraum verbracht. Stimmt, genau. 1973 mit Skylab 3 hatten Sie kein Heimweh? Im Gegenteil. Wir baten sogar darum, den Aufenthalt zu verlängern. Und wir hätten liebend gerne noch mehr Zeit im Weltraum verbracht. Es ist eine angenehme Umgebung und wir wären sehr gerne länger geblieben. Sie hatten keine Probleme? Ich habe viel über die Raumkrankheit gelesen. Sie fühlten sich wie ein Fisch im Wasser. Nun, während der ersten paar Tage des Fluges fühlten wir uns ein wenig unwohl. Einem unserer 3 Besatzungsmitglieder wurde sehr schnell schlecht, wie seekrank. Aber das ist nur eine Sache von wenigen Tagen und man erholt sich davon. Und danach fühlten wir uns ganz normal. Der Weltraum ist wirklich kein schlechter Ort zum Leben und Arbeiten. Kurze Ausflüge brachten den menschlichen Organismus bisher kaum in Schwierigkeiten. Aber gerade bei Skylab 3 erkrankte erstmals ein Astronaut heftig an der inzwischen berüchtigten Weltraumübelkeit. Deshalb gelten medizinische Experimente im Space Lab der Erforschung der Raumkrankheit. Sie muss bewältigt werden. Erst dann sind monatelange Reisen im All möglich. Kreislaufmäßig, der ganze Organismus natürlich nicht so beansprucht wird, wie er hier durch die Schwerkraft beansprucht wird. Ja, zum Beispiel das Herz hat eine wesentlich geringere Leistung zu bringen. Es muss nicht gegen die Schwerkraft das Blut aus den unteren Extremitäten nach oben bringen. Es hat nur noch eine ganz simple Verteilungsfunktion des Blutes und nicht mehr. Dadurch werden Pulsfrequenz, zum Beispiel die Pulsfrequenz erheblich reduziert. Oder die Sauerstoffaufnahme, Sauerstoffversorgung wird erheblich geringer, weil sie keine Muskelanstrengungen haben, ja, wie beim Gehen oder beim Springen oder Laufen. Da wird eine Menge Sauerstoff allein durch solche Aktivitäten verbraucht. All diese Aktivitäten fahren weg. Dadurch wird der Sauerstoffverbrauch erheblich reduziert. Dadurch sinkt die Pulsfrequenz. Und dadurch kommen dann auch die Probleme vielleicht bei Langzeitaufenthalten, sinkende Erythrozytenzahlen, weil nicht mehr so viel Sauerstoff gebraucht wird, die Produktion von solchen Erythrozyten sinkt. Und Sie hoffen noch öfters zu fliegen? Warten wir es ab. Es ist eine Leidenschaft. Es ist schon eine großartige Sache und es fällt mir schwer, darauf zu verzichten, wenn einem noch einmal die Möglichkeit gegeben wird, im Weltraum zu arbeiten. Man muss nicht lange überlegen, bevor man so eine Chance rauslässt. Die Schwerelosigkeit ist keine Belastung. Sie sagten gerade, Dauerbelastung während der Schwerelosigkeit. Mhm. Schwerelosigkeit kann ich nicht als Belastung, sondern als Entlastung betrachten. Mhm. Ja, weil der Körper ja viel weniger beansprucht wird. Ja, die Belastung, die kommt erst mit dem Wiedereintritt in die Erdatmosphäre durch das plötzliche Wiederauftreten dieser 1G oder dieser Erdbeschleunigung, ja, wo eine plötzliche Beanspruchung wieder gegeben ist, die jetzt über lange Zeit nicht da war. Und damit, damit der Körper diese Beanspruchung aushält, müssen wir ein regelmäßiges Trainingsprogramm durchführen. Ulf Merbold ist jemand, der gelegentlich ein Viertel Wein trinkt. Also Sie suchen keine Supermänner? Nein. Was ist das? Wir suchen an für sich ganz normale, kreislaufgesunde Leute, ja, die nicht übermäßig trainiert sind, das heißt im Sinne eines Leistungssportlers. Ja, wir haben genug Versuche hier im Haus gemacht, dass die Orthostase-Toleranz, die man zum Beispiel mit einem solchen Gerät bestimmen kann, schlechter ist bei Leistungssportlern wie bei ganz normalen, trainierten
Durchschnittsmenschen. Das ist die Chance für kreislaufgesunde Poeten und Politiker, 22 Jahre nach Alan Shepards kurzem ballistischem Ausflug von diesem Türmchen aus in die Randzone des Weltalls und John Glenns dreifache Erdumrundung, selbst den Weltraum zu erleben, ohne die Qualen der Pioniere. Denn was mit den ersten 7 amerikanischen Astronauten angestellt wurde, war ein gnadenloses Quälprogramm von Psychologen, Medizinern und Technikern, für das nur der Ruhm entschädigt. John Glenn vielleicht ins Weiße Haus emporträgt. Dieses 115 Meter hohe Monument, National Historic Mechanical Engineering Landmark, wollte die NASA verschrotten. Jetzt wird der Raketenturm zuerst einmal eingelagert. Neben diesem aufrechten Zeugen aus einer heroischen Pionierzeit stieg die legendäre Riesenrakete Saturn V von 150 Millionen PS getrieben auf in das All. 2.900 Tonnen waren ihre Startmasse, 5,4 Tonnen kehrten vom Mond zurück. Nach meinen persönlichen Kriterien, es ist eine Verschwendung von Milliarden von Dollars gewesen. Aber es hat da tatsächlich am Ende dazu geführt, das von Kennedy eingegangene Versprechen in die Tat umzusetzen, innerhalb von 10 Jahren einen Amerikaner auf den Mond abzusetzen. Insofern haben die Amerikaner sich diese Genugtuung verschaffen können, aber wissenschaftlich gesehen glaube ich auch, dass das Apollo-Programm keine hinreißende Unternehmung war. Es war ja auch bezeichnend, dass diejenigen, die auf den Mond geflogen sind, mit einer einzigen Ausnahme alles Piloten waren und Militärs. Und es ist nur ein einziger Wissenschaftler und Geologe am Ende der Apollo-Flüge dann auf den Mond geflogen worden. Ein Beinhaus der Raumfahrt am US Number One, am Rande des Weltraumbahnhofs in Florida. Ist das wirklich eine Mondfähre? Diese derangierte Hülse war einmal eine Atlas-Rakete. Teurer Schrott. Von den 111 Meter Länge eines Saturnkirchturms mit der Apollo-Kapsel als Spitze kehrten ganze 3 Meter zurück. Die Kapsel nämlich. Während unserer Dreharbeiten wurde die Columbia general überholt. Denn das erste Recycling-Raumschiff der Erde wird das Weltraumlaboratorium aufnehmen. John Young, der Kommandant, machte mit ihr den Jungfernflug. Gemini 3, Gemini 10, Apollo 10, die Umrundung des Mondes, Apollo 16, Landung auf dem Mond. Mit dem Space Lab-Kommando wird Young zum 6. Mal im All gewesen sein. Doch ist die Raumfähre kein System für den Tiefenvorstoß ins Weltall. Sie ist ein Zubringer für den Nahverkehr, S-Bahn in den Orbit. Neue Haupttriebwerke, das Fahrwerk wird verstärkt, neue Antennen und mehr Frequenzen für den riesigen Datenanfall aus dem Laboratorium. Fast 3000 Hitzekacheln werden ausgetauscht. Diese Ausgleichsscheiben sind verschieden stark und anhand der Blaupausen ersetzen wir Hitzeschutzkacheln mit unterschiedlicher Stärke. Sie sind verschiedenfarbig, dadurch wissen wir, wie dick sie vorgeschrieben sind. Was wir hier oben machen, wir tragen Grundierung auf das Aluminium auf, das der Klebstoff haftet. Ohne spezielle Grundierung geht es eben nicht. Als die NASA, die Raumfähre Enterprise, Huckepack auf Goodwill-Tour, dem zahlungswilligen Partner Europa schickte, drängelten sich auf dem Köln-Bonner Flughafen die Schaubegierigen. Ganz in der Nähe, in der Warnheide, trainieren die Astronauten an Space Lab-Originalen in den Instituten der Deutschen Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt seit Jahren den Einsatz des Space Lab 1 und inzwischen D1, die erste nationale Space Lab-Mission für 1985. Dort residiert auch ein Teil der europäischen Raumfahrtbürokratie und dort residiert das Headquarter von SPICE. Space Lab Payload Integration and Coordination in Europe. Mit den Mitarbeitern der Freiburger Uni, die dieses Experiment entwickelt haben, hat er ausgemacht, für jeden im Weltall durchgeschmolzenen Stab eine Flasche Gutedel aus dem Markgräfler Land. Das ist jetzt noch ein Rohmaterial. Das war also hier ein Siliziumstab.
der noch nicht bearbeitet ist. Und deswegen ist er jetzt wahrscheinlich auch polykristallin, also vielkristallin. Und man möchte jetzt einen Einkristall herstellen. Und dabei wird er eben von hier unten wird er erwärmt, schmilzt durch und dann wird diese Zone immer höher durch den Kristall durchgeschoben. Hier oben ist ja der Durchmesser auch dicker, wie man sieht, muss man natürlich entsprechend auch mehr Leistung haben. Das müssen wir dann hier zum Teil von Hand machen, zum Teil geht es auch automatisch. Auf jeden Fall ist das Ziel aus dieser Probe hier, ja, die können wir nachher noch mal reinschieben, einen Einkristall herzustellen, der dann am Ende so aussieht. Hier oben ist noch ein Stück vom alten ursprünglichen Stab und dieses, was hier unten so schön glänzend ist, ist jetzt einkristallines Material. Das braucht man also zum Beispiel zur Herstellung von Halbleiterbauelementen wie Transistoren, muss es einkristallin sein. Ulf, ich muss dich über ein Experiment informieren. Hast du eine Minute Zeit? Ja, klar. Okay, dieses Experiment wird an Bord sein. Und damit du nicht zu sehr davon überrascht wirst. Du fliegst ein Segelflugzeug, stimmt's? Mhm. Und du weißt alles vom Segelfliegen. Weißt du, wie sich Segelflugzeuge in der Schwerelosigkeit verhalten? Normalerweise fliegt ein Segelflugzeug ja aufgrund von zwei Hauptkräften. Auftrieb und Gewicht heben sich gegenseitig auf. Im All wirst du in einer Schublade dieses kleine Stück Papier entdecken. Dein Kollege Byron hat schon seit einiger Zeit Gelegenheit, sich die Sache durch den Kopf gehen zu lassen, wie sich das Ding verhalten wird. Der ist dein Trainer. Wenn die Leute im Kontrollzentrum mit dir gerade nichts vorhaben, dann solltest du ein paar Flugversuche in der Schwerelosigkeit probieren. Ja, das wäre toll. Also ich glaube ja nicht, dass wir das mitnehmen. Aber das wäre doch mal sicher. Spitze. Jetzt ist er da hinten eigentlich irgendwo geflogen. Okay. Entschuldigung. Marshall Ops. Ah, Charles Feinwoman, how are you? Okay, are you ready for a little status report here? Okay. We have the silicon rod in the mirror heating facility. Man bekommt die ESA oder die Bundesrepublik, also das BMFT, das Ministerium, bekommen die für das, was sie bezahlt haben, ihrer Meinung nach genügend zurück? Also amortisiert sich auch das, oder? Ja, Sie meinen bezahlt für unser Training. Space Lab, Bau, 53%. Ja, das ist halt so. Das ist ein Politikum, nehme ich an, ne? Ja, das ist, ich kann jetzt wirklich nur noch für mich persönlich reden. Wenn ich jetzt dazu was sage, dann möchte ich ausdrücklich vorausschicken, dass das nicht die offizielle Meinung der ESA sein kann. Mhm. Wie alles im Übrigen, was ich hier sage. Ich selber glaube, dass die Grundlage, auf der Europa zusammen, die Grundlage, auf der Europa Space Lab gebaut hat und jetzt als Äquivalent, als Gegenleistung 50% einer Mission von der NASA umsonst bekommt, dass das also ein ganz schlechtes, unbefriedigendes Ergebnis ist, weil hier die Amerikaner ein erstklassiges System praktisch zur freien Nutzung von uns Europäern ins Haus gestellt bekommen und einen ganz bescheidenen Gegenwert liefern. In Dollar ausgedrückt, die Kosten für Space Lab liegen in der Größenordnung von über 1 Milliarde Dollar. Davon hat die Bundesrepublik den Löwenanteil bezahlt. Und eine Mission, um die von der NASA zu kaufen, das dürften ungefähr 40 Millionen Dollar sein, mal über den Daumen vielleicht auch 50. Mhm. Davon die Hälfte, weil wir ja eine halbe Mission bekommen. Das sind dazu, sagen wir mal, 25 Millionen Dollar. Rückfluss von der NASA, 25 Millionen zu 1 Milliarde, ist ein Verhältnis von 1 zu 40. Und das kann in meinen Augen eigentlich nur unbefriedigend genannt werden. Man kann vielleicht sagen, wir müssen das einfach als Eintrittspreis betrachten, den wir Europäer bezahlen müssen, um in den Club derjenigen aufgenommen zu werden, die bemannte Weltraumfahrt machen. Aber dann sollten wir von Stund an eben
auch selbstbewusst auftreten und sagen, jetzt haben wir demonstriert, dass wir technologisch in der Lage sind und auch was das Management in der Lage sind, solche hochkomplizierten Systeme in Europa zu bauen. Und jetzt soll uns die NASA auch in einer faireren Weise an allen zukünftigen Projekten beteiligen, zum Beispiel am Bau einer permanenten Weltraumstation. Und wenn sich herausstellt, dass die Amerikaner das nicht wollen oder wünschen, dann meine ich, müssen wir Europäer auch konsequent sein und sagen, okay, auf dieser unsymmetrischen Grundlage, da spielen wir nicht mehr mit, dann backen wir kleinere Brötchen, aber machen unser Programm in Europa. Alles, was während der Mission getan werden muss, wird am Boden geübt und vorerlebt, in Flugsimulatoren, in 1:1 Modellen der Raumfähre. Hier in Houston, im Lyndon B. Johnson Space Flight Center, nimmt uns Ulf Merbold in eines der zahlreichen Modelle mit. Hier werden auch künftige Weltraumtouristen trainiert werden und 2 Monate sollen dafür ausreichen. Lieber der Pilot dieser Raumfähre als der wissenschaftliche Mitarbeiter. Also es würde mich natürlich schon interessieren, das Ding also auch mal zu fliegen und in dieser Richtung mich also selber mal zu betätigen. Aber die wissenschaftliche Seite einer Mission, die ist natürlich auch sehr interessant und es ist ja wohl auch kein Zufall, dass ich am Ende doch Wissenschaftler geworden bin und nicht Pilot. Ich glaube an und für sich, dass in der Wissenschaft langfristig gesehen doch ein größerer Reiz liegt, weil sich die Wissenschaft eigentlich nie wiederholt. Während eben so eine Landung zu machen in sich selber sicher interessant ist, aber das ein Leben lang, das ist dann wohl vielleicht doch nicht in gleichem Maße faszinierend, wie sich an der Wissenschaft zu beteiligen, die ja per Definition eben immer weitergeht und nie irgendwo stehen bleibt. In seiner Freizeit wiederholt sich der Wissenschaftler gerne immer und immer wieder beim Windsurfen als Skifahrer und Segelflieger. Kommt er einmal zu seiner Mutter nach Stuttgart, nach dem Training in Wahnheide, witscht er ab zum Hornberg auf der Schwäbischen Alb. Inzwischen hat er ein eigenes Segelflugzeug bestellt, dessen Kosten der Schwabe teilen möchte. Payload Specialist sucht Partner. Na, ich hoffe also, dass in dieser freien Zeit eben doch die Gelegenheit besteht, dann halt auch aus dem Fenster zu gucken. Also das werde ich mir auf keinen Fall nehmen lassen, da jeden Tag mal eine Stunde aus dem Fenster zu gucken. 12 Stunden Arbeitsschicht, 12 Stunden Ruhezeit, Wache schiebt er nicht. Bordgymnastik wird ihm nicht vorgeschrieben. Er wird sich die Zähne putzen, sich rasieren und dann Fotos machen und wird damit zum ersten Bildberichter im All. Was werden Sie denn an persönlichem Gegenstand mit hochschmuggeln? Ist das ein Bild von Herrn Kohl oder ein Bild Ihrer Kinder? Oder es gibt doch sicher die Marotte, irgendwas mitnehmen zu wollen. Also quasi eine Weltraum. Mit irgendeinem privaten. Also, erstens mal, wenn ich was schmuggeln wollte, dann würde ich es Ihnen jetzt nicht schon vorher verraten. Dann wäre es ja nicht mehr geschmuggelt, würde ja keiner mehr glauben. Aber wir haben also tatsächlich das Recht, so ein paar Kleinigkeiten mitzunehmen, den sogenannten Personal Preference Kit. Und manche, die haben da halt, was weiß ich, den Verlobungs- oder Ehering oder sowas mitgenommen. Ich habe also meine Meinung da noch nicht gebildet. Aber am liebsten würde ich eigentlich eine kleine Kamera mitnehmen und ein paar Rollen Film. Mhm. Und dann für mich selber da oben ein paar Bilder schießen vom Leben im Space Lab.
aber natürlich auch von der Erde, sodass ja, das halte ich eigentlich für die vernünftigste Idee, weil auf Film wirklich Information gespeichert ist. Also ein Bild vom Herrn Kohl nehme ich nicht mit und von meiner Frau wahrscheinlich auch nicht. Obwohl ich damit nichts gegen meine Frau sage. Ein leicht angejahrter Ausgehanzug fürs Weltall. Ulf Merbold wird ihn nicht benötigen. Er pendelt vom Aufenthaltsraum der Fähre über die Schleuse in seine Tonne, in der er seine wissenschaftlichen Kreise zieht. Der Hausanzug, die Arbeitskleidung an Bord, ist azurblau wie die Erde, vom Himmel aus gesehen. Alles darunter ist so hausbacken wie überall dort, wo die Kleiderordnung einheitlich geregelt wird. Selbst der inzwischen rührend wirkende Weltraumheld der 30er Jahre, Flash Gordon, wirkt immer noch allmodisch extravagant. Gibt es da tatsächlich solche radikalen Veränderungen in Menschen, die jetzt schon im Raum waren? Ja, ich habe also Leute kennengelernt, für die ist also eine Weltraummission mehr oder weniger eine technische Herausforderung, ähnlich wie eben das Austesten von neuen Flugzeugen oder sowas. Aber es gibt sicher auch solche, Rasti Schweikert zum Beispiel, die ihre eigene Persönlichkeit oder ihre eigenen Maßstäbe ganz dramatisch geändert haben. Und ich will nicht sagen, dass ich meine geändert habe, aber mir ist es eigentlich jetzt auch wie Schuppen von den Augen gefallen. Und ich sehe den Globus und die internationale Politik anders, als ich es noch vor 4-5 Jahren beurteilt habe. Als Physiker lernt man, dass 50% aller Luftmoleküle, aller Luft zum Atmen, in einer Schicht von 5,5 Kilometer Dicke liegen. Da könnte man an für sich das Zahlenspiel spielen und sich das mal vor Augen halten. Der Erdradius ist etwas über 6000 Kilometer groß. Gemessen am Radius der Erde ist das eine hauchdünne Haut, die Atmosphäre um den Globus. Aber mir ist das auch nie richtig klar geworden und bewusst geworden, bis ich schließlich Fotos gesehen habe, die aus dem Weltraum von der Erde aufgenommen worden sind. Und da sieht man die Erde oder einen Teil der Erde, den gekrümmten Horizont und einen ganz dünnen, wunderschönen blauen Saum herum.